herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur Bayern-Agenda. Vor zwei Wochen, so rund um und um, war die internationale Handwerksmesse in München und viele kamen, um die Ausstellerinnen und Aussteller sehen zu können und die Neuheiten. Es gab aber auch andere, die waren in etwas anderer Mission unterwegs und das waren die Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft, die sich mit Olaf Scholz dort getroffen haben. Einer hat schon vor diesem Treffen sehr deutliche Alarmsignale ausgesendet und er ist unser Gast heute, Franz Xaver Peter Anderl, Präsident der Handwerkskammer München und Oberbayern und vor allem Präsident des Bayerischen Handwerkstags. Herzlich willkommen. Grüß Gott, Frau Gillert. Herr Peter Anderl, jetzt müssen Sie uns vielleicht kurz erklären, für alle, die nicht so ganz verbandelt sind mit dem Handwerk, was macht eine Handwerkskammer und was macht dann der Handwerkstag? Ja, alle Betriebe, die dem Handwerk zugerechnet werden, müssen sich bei der Handwerkskammer anmelden. Alle anderen Betriebe werden bei der IHK gemeldet. Und in Bayern haben wir 6 Handwerkskammern, die dann sich zusammengeschlossen haben im BHT, das ist ein eingetragener Verein. Und dazu zählen dann noch die ganzen Fachverbände, wie meinetwegen Malerverband, der Heizungssanitärverband, der Bauverband und auch Bäckerei, Lebensmittelverband, alle diejenigen. Und dann gibt es noch eine sogenannte dritte Gruppe. Das sind mit dem Handwerk eng verbundene Unternehmen, die auch in diesem Verein sich zusammengeschlossen haben und damit die Stimme des Handwerks in Bayern sind. Und diese Stimme des Handwerks, da haben Sie dafür gesorgt, die hat vor diesem Spitzentreffen auf den Alarmknopf gedrückt. Warum? Ja, weil wir schon seit über einem Jahr der Politik in Berlin signalisieren, dass für einen Großteil unserer Betriebe die wirtschaftliche Situation sich ins Negative verkehrt. Sprich, der gesamte Bereich der Firmen, die mit Wohnungsbau zu tun haben, rutscht praktisch stark in die Rezession ab. Das ist ja so merkwürdig, wenn man da als Laie draufschaut, weil jede Stadt, jedes Bundesland sagt, wir brauchen billigen Wohnraum oder finanzierbaren Wohnraum. Wir wollen bauen. Das Land Bayern sagt es, die Stadt München sagt es, Ingolstadt sagt es und so weiter, die ganzen Metropolen in Bayern, aber auch der Bund. Wie kann es denn ausgerechnet dieser Branche so schlecht gehen, wenn so viele Absichtserklärungen da sind, dass man bauen möchte? Das hat mit den Rahmenbedingungen zu tun, die sich einfach im Jahr 22 auf 23 verändert haben. Wir haben im Jahr 22 auf 23 einen sehr schnellen Zinsanstieg bekommen, der sehr steil war. Also nicht die absolute Höhe ist eigentlich das Problem. Wir hatten schon sehr viel höhere Zinsniveaus, aber der sehr schnelle Anstieg, gepaart mit einer sehr schnell steigenden Inflation, sodass die Rohstoffpreise sich stark verteuert haben. Damit einhergehend noch Materialknappheiten, weil auf dem Weltmarkt einfach durch dann den Beginn des Ukraine-Kriegs die Lieferketten unterbrochen waren und dazu noch, ja, diese Elemente zusammen haben einfach bedingt, dass viele gerade Kunden kalte Füße bekommen haben und gesagt haben, ich kann es mir nicht mehr leisten. Ich muss diesen Kunden sagen, günstiger wird es nicht mehr. Wenn sie vorhaben zu bauen, dann sollten sie es jetzt tun, weil später wird es noch teurer. Sie haben gesagt, 75% des Handwerks geht nicht besonders gut. Das kann jetzt nicht nur allein die Bauwirtschaft sein. Weil wer hängt denn da noch dran? Wo sehen Sie denn jetzt im Moment die Stimmung eher auf Daumen runter? Vor allem bei den Industriezulieferern, weil wir haben ja auch innerhalb aufgrund dessen, dass die Energiepreise so schnell angestiegen sind, einige Industriebetriebe, die einfach stark reduziert haben aufgrund der hohen energieintensiven Produkte. Und für diese Zulieferer schaut es einfach schwierig aus, wenn sie
ja, plötzlich ihr Ergebnis einfach stark reduzieren sollen. Jetzt gehen die Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft in dieses Gespräch mit dem Bundeskanzler. Ich hätte da ja die Hoffnung, dass sie optimistisch rausgehen und sagen, da gibt es jetzt eine gewisse Erkenntnis und eine gewisse Idee, an welchen Schrauben man drehen muss, damit es allen besser geht. Sind Sie mit diesem Gefühl rausgegangen? Nein, ich bin ganz und gar nicht mit diesem Gefühl rausgegangen aus diesem Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft, weil ich den Eindruck hatte, dass die Erkenntnis zwar da ist in gewissen Bereichen, aber dass der Wille zur Umsetzung nicht vorhanden ist. Und wir brauchen aber eine sehr zügige Umsetzung der angesprochenen Probleme, damit die deutsche Wirtschaft wieder Schwung nimmt und dann eben sich die Konjunktur wieder verbessert. Das ist schade, dass Sie mit so einem Gefühl da rausgehen, muss man sagen, weil Ähnliches berichten zum Beispiel die Kommunen, die sagen, unsere Anliegen werden nicht so wahrgenommen, wie wir uns das vorstellen. Aber das heißt ja, dass Sie jetzt im Prinzip selbst sich einen Plan zurechtlegen müssen, welche Maßnahmen müssten denn eingeleitet werden, damit sich die Situation verbessert. Die Maßnahmen sind klar da. Wir hatten im September letzten Jahres einen sogenannten Baugipfel, wo ein 14-Punkte-Papier zusammengestellt wurde. Nur von diesen Punkten sind jetzt nach fast einem guten Vierteljahr einige umgesetzt durch das Wachstumschancengesetz. Sprich, im Wachstumschancengesetz ist die degressive AFA für Wohngebäude drinnen. Was ist das? Ja, dass Sie in großen Schritten praktisch die Investitionskosten abschreiben können und im Ende dann eben geringer. Der Staat verzichtet auf keine Steuern, aber es gibt eine Verschiebung. Das heißt, ich kann sehr viel schneller mein investiertes Kapital abschreiben und wieder für Refinanzierungen verwenden. Jetzt haben Sie gesagt vorher, und das, glaube ich, hat einige ganz schön erschreckt, bauen wird nicht billiger werden. Es rentiert sich nicht zu warten. Aber warum? Irgendwann mal werden sich die Lieferketten zurechtgeruckelt haben, der Materialmangel vielleicht nicht mehr so groß sein und vor allem die Energiekosten vielleicht sinken. Warum, glauben Sie, bauen wird nicht billiger? Der Bau ist sehr personalintensiv. Wir brauchen also die Mitarbeiter. Und wenn die Situation länger noch anhält, dann werden im Bauhauptgewerbe wieder etliche Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren. Und diese Arbeitnehmer sind für immer verloren. Wir haben es in einer der früheren Baukrisen, die 2000 bis 2008 in etwa gedauert hat, gesehen. Da haben wir sehr viele Mitarbeiter verloren, die alle nicht zurückkamen. Wir haben es jetzt nach der Pandemie bei der Gastrobranche erlebt, wo sehr viele Mitarbeiter gewechselt haben und nicht mehr zurückkommen. Das heißt, der Mitarbeiterpool wird immer kleiner, weil wir wissen auch, dass wir sowieso durch den demografischen Faktor in den nächsten 5 bis 7 Jahren ungefähr 100.000 Mitarbeiter verlieren werden. Und wenn das von der ausführenden Seite das Angebot immer kleiner wird, die Nachfrage aber immer größer wird, heißt es, der Preis steigt, weil ich nicht mehr alle bedienen kann. Ich persönlich sage sogar, wir hatten in den letzten Jahren keinen Bauboom. Wir hatten nur sehr, sehr volle Auftragsbücher, weil wir nicht genügend Mitarbeiter für die Ausführung der Arbeiten bekommen konnten. Wir haben in den letzten 15 Jahren nur 200.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aufbauen können. Das war viel zu wenig für das, was wir eigentlich umsetzen wollten. Jetzt haben Sie gesagt, Sie möchten eine Verbesserung der Standortbedingungen in Deutschland haben. Ja. Welche haben Sie da im Auge? Wir haben, wir müssen sagen, einfach für unsere Unternehmen, wenn ich über alles gehe,
Wir brauchen verlässlichere Rahmenbedingungen für die nächste Zukunft. Es kann nicht nur immer von Legislatur zu Legislatur gehen. Wir brauchen massiven Bürokratieabbau. Der lähmt sehr viel in den einzelnen Betrieben. Der lähmt auch viele junge Leute, dass sie überhaupt ins Unternehmertum kommen wollen, dass sie sich selbstständig machen wollen, weil sie sagen, ich mag zwar das Gewerk ausführen, meinetwegen, ich bin gerne Metzger oder ich bin gerne Brauer, aber alles drumherum, was ich als Selbstständiger dann noch an Dokumentationspflichten, an Nachweispflichten und so weiter ausfüllen muss, das nimmt so viel Zeit in Anspruch, der mir verloren geht mit der Familie, mit Freunden und so weiter. Das will ich nicht, also gehe ich lieber nur in Anstellung. Da habe ich geregelte Arbeitszeiten und bin frei. Und das ist ein großes Hemmnis für unsere Betriebe. Also da muss sich was ändern. Es muss sich auch bei den Steuern und Abgaben was ändern. Wir hatten die letzte Unternehmenssteuerreform liegt ungefähr 15 Jahre zurück. Wenn man von Berlin aus will, dass die Unternehmen schnell investieren, wäre die einfachste Maßnahme, man schafft den Solidaritätszuschlag ab. Der bringt den Unternehmen sehr schnell Kapital, sodass sie wieder investieren können. Das ist allerdings jetzt ein Haushalt, der das nicht verkraften würde, wenn dem Geld fehlt. Das mussten mühsam Lücken gestopft werden. Wie soll jetzt zum Beispiel der Bundesfinanzminister dann damit umgehen, wenn jetzt der Soli wegfallen sollte? Ich glaube, wir haben kein Einnahmeproblem in Berlin. Die Steuern sprudeln und es steigt immer weiter an. Also es ist kein negatives Einnahmethema, sondern der Haushalt muss so aufgestellt werden, dass andere Prioritäten gesetzt werden. Es muss mehr auf Investitionen gesetzt werden wie auf Konsum. Und alles, was den Sozialbereich natürlich anbelangt, ist Konsum. Der Bund muss sich überlegen, zahlt er immer mehr Wohngeld, weil immer mehr in den Anspruch kommen, oder investiert er lieber in Wohnungen, sodass die Mieten sinken und er damit weniger Wohngeld zahlen muss. Also da müssen andere Prioritäten gesetzt werden, aus meiner Sicht. Aber ist es so, dass der Bund zum Beispiel seine Zusagen, Wohnungen zu bauen, nicht erfüllen kann, weil die Preise so gestiegen sind? Oder ist es ihm einfach, ich sag's mal lax formuliert, zu wurscht? Ich glaube eben, es liegt an den Rahmenbedingungen, die er selbst in der Hand hat, um hier den Wohnungsbau anzukurbeln. Er muss eben die degressive AV von 5%, wie sie jetzt beschlossen ist, ist ein Punkt. Man kann auch die Standards und die Normen etwas korrigieren. Sprich, wir haben auch gefordert, dass der Energiehaus Standard 40, das heißt 40% von den früheren Verbräuchen in den Häusern, dass der ausgesetzt wird und der sogenannte Energiehausstandard 55 wieder auch in die Förderung fällt. Helfen Sie uns, was ist das? Also das, wie kann ich mir das vorstellen? Was ist das für ein Standard? Wenn ich den Ursprungsstandard 70er Jahre zum Beispiel hernehme, hat einen gewissen rechnerischen Energieverbrauch, wenn ich ihn aufheize, wenn ich Licht und das alles mit einrechne. Und Energiehausstandard 40 darf eben nur 40% dieses rechnerischen Standards der 70er Jahre haben. Energiehausstandard 55 nur 55% als Verbrauch. Und wir können aber mehr oder weniger klarlegen, es kommt nicht unbedingt auf den Ausführungsstandard an, sondern es kommt vor allen Dingen auch des Nutzerverhaltens der Mieter in den Wohnungen an. Es gibt 70er-Jahre-Wohnungen, da messen die Heizungsableser weniger Energieverbrauch als in den Häusern, die Energiehausstandard 40 haben, weil es einfach auf das Verhalten der Nutzer drauf ankommt. Es gibt Kollegen in der Branche, die sagen, das größte Energieeinsparungsprogramm würde stattfinden, wenn beim Fensterbau auf die Kippfunktion
verzichtet würde. Weil dann könnte nicht den ganzen Tag das Fenster gekippt sein und drunter die laufende Heizung die Wärme erzeugen. Also man muss hier mit anderen Parametern teilweise an die Sache herangehen. Das, was Sie schon genannt haben als Punkt, und ich glaube, das treibt nicht nur dem Handwerk, sondern jeden Menschen, der arbeitet, wirklich das Adrenalin ins Blut, und das ist die Bürokratie. Man hört von allen Seiten, vom Bund, vom Land, dass Bürokratie abgebaut werden soll, dass das ein ganz großes, festes Ziel ist. Sehen Sie es? Bis jetzt war es über die Jahre immer ein Versprechen, dass man Bürokratie abbaut. Es werden auch in einzelnen Punkten bürokratische Regelungen verändert und abgebaut. Aber es kommen halt auf der anderen Seite meistens zwei neue hinzu, sodass es für die Betriebe immer eine größere Belastung wird. Nehmen wir nur zum Beispiel das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das als Wort schon sehr beeindruckend ist. Ja, und jetzt ist in Brüssel ja noch ein Lieferkettengesetz beschlossen worden. Ursprünglich war es mal konzipiert für Betriebe ab 3.000 Mitarbeitern. Seit 1.1.24 sind es 1.000 Mitarbeitern. Das EU-Gesetz sagt ab 250 Mitarbeitern und so viel Umsatz. Der Ansatz und die Idee, was hinter diesem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz steht, ist ja ein hehres Ziel. Wir wollen, dass weltweit sauber gewirtschaftet wird, aber die gerade kleineren Betriebe, die Teil dieser Lieferkette sind, und dann die Großen eben abverlangen, du musst mir nachweisen, dass du auch sauber bist in der Lieferkette, tun sich einfach schwer, alle Nachweise zu erbringen. Die großen Betriebe haben teilweise sich zusammengetan, haben von externen Firmen einen Fragenkatalog entwerfen lassen für die kleineren, damit die Großen nachweisen können, dass ihre Lieferkette eben bis zum letzten sauber ist. Ja. Nur diesen Fragenkatalog können sie fast nicht ausfüllen. Sie haben das beschrieben anhand von einem Bäcker, der dann also vor Dutzenden Seiten und hunderten Fragen sitzt. Das heißt, ich muss mir in dem Fall juristischen Beistand holen, wenn ich das ergänzen oder wenn ich das ausfüllen will? Selbst oder wie geht denn das? Nicht. Selbst die tun sich schwer. Sie müssen ja sehr viele Nachweise führen, dass sie dann einen Beauftragten für Nachhaltigkeitsmanagement einstellen oder haben. Das ist in der Regel dann der Unternehmer. Sie müssen den Beauftragten haben für dieses oder jenes. Sie müssen nachweisen, dass sie was tun Sie denn, um in den nächsten 5 Jahren ein Nachhaltigkeitsziel noch zu erreichen? Das ist so viel Aufwand, den kann ein kleiner Betrieb nicht leisten. Das führt dazu, dass manche Betriebe sagen, lieber ich verzichte auf den Umsatz und lasse die Sachen, aber dann habe ich auch nicht die Arbeit. Unser Beauftragter fürs Pausenmanagement, der sagt, wir machen jetzt eine selbige kurze, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und sehen uns gleich wieder. Your Master, der Talk. Mein Gast Nico Hoffmann, der schon heute in der Film- und Fernsehlandschaft eine Legende ist. Wir sprechen über den richtigen Einstieg ins Filmgeschäft und was ein großer Produzent mitbringen muss, um erfolgreich zu sein. Und ich hoffe, Sie sind mit dabei. Musik
Jeder Mensch ist ein einzigartiges und kostbares Wesen. Aus diesem Grund sind wir stolz, Ihnen das Beste der 5-Sterne-Gastfreundschaft beim Hotel Premier und dem Hotel Präsident von Abanoderme zu bieten. Die modernsten Schlammtherapieabteilungen Europas zur Regeneration von Körper und Geist. Exklusive Spa-Erlebnisse, heiße Thermalbecken und unsere Küche ist bereit, Sie zu verwöhnen. Grupo V Hotels freut sich, Sie begrüßen zu dürfen. Letzte Gelegenheit. Jetzt zusätzlich zu allen Rabatten 10% auf alles, außer Werbung und Elektro, mit Kundenkarte. Mehr auf höfner.de. It's a freaky love. Akrobatik, Live-Gesang, Comedy und ganz viel Glamour. Big Love. Das ist Big Love, die neue Show im GOP. Erleben Sie ein Stück voll Freude, das Sie zum Lachen, Staunen und Mitsingen einlädt. Entdecken Sie eine Varieté-Show, die Sie durch die Jahrzehnte der Unterhaltung führt. Noch bis zum 12. Mai heißt es, Vorhang auf für die Liebe. Wenn ich zurückdenke, all die Medikamente, Arztbesuche und das Chaos zu Hause. Ja, früher war nicht immer alles besser. Aber heute habe ich mein Asthma im Griff. Was ist mit deinem Blutdruck, Mama? Geplant, gemessen und auch richtig eingestellt. Dank der neuen Dienstleistungen in meiner Apotheke. Hat dein Herrchen auch die Darmspiegelung gemacht? Nee, den Stuhltest. Schisser. Sagt gerade der, der schon beim Wort Tierarzt den Schwanz einzieht. Egal ob Stuhltest oder Darmspiegelung, es ist immer eine tierisch gute Wahl, damit du gesund bleibst und keinen Darmkrebs bekommst. Mehr dazu auf tierischgutewahl.de. München tut gut. Das sind viele kleine Impulse für ein nachhaltiges, gesundes und zugewandtes Leben. Wir machen uns für Sie jede Woche auf die Suche nach inspirierenden Geschichten und Ideen, wie wir uns selber, anderen Menschen oder unserer Stadt etwas Gutes tun können. München tut gut. Immer donnerstags um 18.45 Uhr auf München TV. Franz Xaver Peter Anderl ist immer noch hier, Handwerkskammerpräsident für München und Oberbayern und vor allem ein geschätzter Ansprechpartner, wenn es um das Thema Nachwuchs geht. Das ist für Sie eine Herzensangelegenheit, dass es an dem nicht mangeln soll. Nur ganz so einfach ist die Sache nicht. Nein, ganz und gar nicht, weil sehr viele Betriebe in den nächsten Jahren einen Nachfolger suchen und circa nur die Hälfte hat einen Nachfolger im Blick, sage ich jetzt mal, sei es aus der Familie, sei es aus dem Unternehmen oder dass sie sogar extern schon Kontakte geknüpft haben. Aber ein Großteil der Betriebe hat niemanden und es wird das Problem immer drängender für diese Betriebe. Also die Suche nach dem neuen Chef, das kriegen selbst wir mit, wie verzweifelt die ist, weil es Unternehmen gibt, die uns anschreiben, ob wir nicht mal vorstellen können, was sie machen, damit vielleicht jemand auf sie aufmerksam wird von außen. Das ist die eine Geschichte, der neue Chef. Aber wie ist es denn mit dem Unterbau? Also es gab jetzt das erste Mal eine gute Nachricht, nämlich mehr Ausbildungsverträge, wenn auch nur 1,paar zerquetschte. Aber immerhin, es gab mal mehr Ausbildungsverträge im letzten Jahr. Ausreichend? Nein. Ganz klar nein. Klar ist es positiv, wenn man prozentmäßig ein Plus hat. Absolut gesehen ist immer noch ein dickes Minus gegenüber der Vor-Corona-Zeit. Das hat aber natürlich auch mit dem demografischen Faktor zu tun. Es kommen immer weniger Jugendliche aus den Schulen und stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Prozentmäßig haben wir 30% der abgehenden Jugendlichen im Handwerk ausgebildet, genauso wie es wir heute tun. Von den abgehenden Jugendlichen bilden wir nach wie vor 30% etwa aus. Nur absolute Zahlen ist das ungefähr nur noch 2/3 von dem, was es 2000 war. Und dadurch, wenn man das aufkumuliert sich nimmt, dann sieht man eben, wie viel Fachkräfte uns heute eigentlich fehlen.
Aber jetzt gibt es tatsächlich ganz viele Leute, die Minijobs haben. Und die sind meistens unerfreulich, weil sie schlecht bezahlt sind, weil sie oft Schichtdienst sind etc. Die wären ja mit einer Ausbildung im Handwerk, sage ich mal, viel besser dran. Wie kommt man an die dran oder warum wählen die den Weg nicht? Man muss sehen, woher sie kommen. Es gibt Jugendlichen, die machen zuerst mal nach der Schule ein Laissez-faire-Jahr, sage ich jetzt mal. Sie wollen zuerst mal die Welt erkunden und dergleichen, teilweise eben finanziert durch die Eltern. Der andere Teil sagt, ich will sofort an die Uni und versucht ein Studium, merkt dann, die Universität ist nicht das, was für mich gemacht ist und wollen dann bleiben dann Studenten und rutschen eben ab in solche Minijobs, weil sie sich eine Ausbildung im Handwerk nicht mehr vorstellen können, weil sie vielleicht schon 24, 25 sind. Eine Ausbildung kann man wirklich, sollte man bis zum 25. eigentlich abgeschlossen haben, obwohl auch Ältere natürlich im Handwerk eine Ausbildung beginnen können und dann ihren Weg machen. Wenn ich jetzt über 25 bin und ich sage, okay, also das alles, ich werde nicht Soziologe, ich werde Schreiner. Rentiert sich das dann noch? Also habe ich eine Chance, ja, dass ich dann mich trotzdem gut von dem Job ernähren kann und auch mal mit einer ordentlichen Rente heimgehe? Natürlich rentiert sich das immer. Eine Ausbildung im Handwerk ist für jeden ein erfüllender Beruf, muss ich sagen. Sie sehen vom ersten Tag weg, was sie leisten, was sie am Abend sehen sie, was sie den ganzen Tag über gemacht haben. Sie haben ein Erfolgserlebnis. Klar ist, am Anfang, da muss man dann andere Regelungen finden für ältere Auszubildende, weil dann natürlich die Mindestausbildungsplatzvergütung nicht unbedingt mehr reicht, wenn ich schon Familie habe und dergleichen. Aber das wird auch unterstützt durch die Agentur für Arbeit mit Programmen, dass jemand in so eine Ausbildung kommt. Und dann kommt es auf den Einzelnen an, wie er sich einbringt, wie schnell er dazulernt. Die Ausbildungszeit ist ja in der Regel 3 Jahre. Dann habe ich den Gesellenlohn. Ich kann auch gleich direkt an die Lehre anschließen, natürlich eine Meisterausbildung, obwohl ich das den Einzelnen nicht unbedingt empfehlen würde, weil ich sage, sie müssen erst ihr Fachwissen einfach vertiefen und stabiler werden in ihrem Wissen, um dann eben die Meisterausbildung zu machen. Und wenn ich als Meister kann ich mich eben selbstständig machen. Ich kann auch in die Ausbildung gehen. Ich kann in überbetriebliche Lehrwerkstätten gehen, wo ich als Ausbilder arbeite. Ich kann aber auch in einem Betrieb natürlich einzelne Unternehmensteile leiten und dann verdiene ich auch gut. Jetzt wird das ja wahrscheinlich eine der Chancen sein, wenn ich nicht genügend junge Leute habe, einfach weil es sie nicht gibt, dass man gerade dort versucht, neue Ressourcen zu entdecken und für sich zu gewinnen. Klappt das? Bedingt, muss ich sagen. Wir würden gerne sehr viel mehr und direkter an die Universitäten oder die Hochschulen für angewandte Wissenschaften gehen, um dort die Jugendlichen abzuholen und ihnen die Vorzüge des Handwerks zu erläutern. Diejenigen, die für sich entschlossen haben, eigentlich das Studium nicht zu beenden. Wir wissen aufgrund der Zahlen, dass etwa 30% der Studienanfänger bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaften abgehen ohne einen Abschluss. Und von diesen würden wir gerne einen großen Prozentsatz praktisch ins Handwerk führen, weil wir glauben, dass hier natürlich auch Betriebsunternehmer, Übernehmer der Zukunft versteckt sind, die nur für sich einfach am Anfang auf die falsche Bahn gelenkt worden sind. Sie haben jetzt im Konjunktiv gesprochen, Sie würden gerne, das heißt, Sie dürfen nicht? Ja, da steht unsere Datenschutzgrundverordnung einfach in vielen Bereichen dagegen. Die Universitäten
geben die Zahlen oder Daten einfach ungern raus, weil jeder Student, der bei Ihnen eingeschrieben ist und gemeldet ist, bringt natürlich Gelder für die Universität. Also man müsste im System etwas umbauen und sagen, ja, die Universität wird nicht unterstützt aufgrund der hohen Studierendenzahlen, sondern derjenige, die zum Beispiel den Abschluss schaffen. Dann würde ein ganz anderes Interesse bei den Universitäten da sein, dass sie die Daten uns einfach übergeben. Also da könnte der Staat durchaus umsteuern. Jetzt haben Sie ja immerhin auch an den Gymnasien einen Tag des Handwerks bekommen von der bayerischen Staatsregierung. Haben Sie da schon Erfahrungswerte? Bringt der was? Ja, der bringt, denke ich, erheblich was, weil wir haben es jetzt letztes Jahr und konnten in viele Gymnasien gehen. Und auch bei den Lehrern haben wir plötzlich einen Aha-Effekt erzeugt, sprich, die haben plötzlich festgestellt, was gibt es denn im Handwerk alles? Das sind nicht nur die Bäcker und Metzger oder der Bauarbeiter und der Elektriker, sondern da ist eine Riesensparte oder Palette an Möglichkeiten, die sich für junge Leute auftut und die sehr anspruchsvoll sind. Also auch für Gymnasiasten noch anspruchsvoll sind. Der Anteil der Auszubildenden mit Abitur steigt in den letzten Jahren. Wir sind derzeit ungefähr bei 12% und hoffen, dass der sich noch erhöht. Den jungen Leuten ist oft nicht klar, was für Anforderungen an sie gestellt werden und welche Gewerke es alles gibt. Wenn ich nur sage, Hörgeräteakustiker, Optiker, Orthopädie-Mechaniker, aber auch eben in der Feinmechanik, welche Anforderungen dort bestehen. Feinmechanik hat sehr viel mit Computer, mit CAD-Technik und so weiter zu tun. Nicht mehr mit dem langmäßigen Feilen oder Sonstiges, was vielleicht in manchen Köpfen noch drin ist. Aber wo Sie es gerade ansprechen, was in den Köpfen drin ist. Was mir aufgefallen ist bei Ausbildungsmessen zum Beispiel, wo Berufe vorgestellt werden. Wenn man sich anschaut, wo die jungen Leute da hingehen, dann geschlechterspezifisch stehen die Mädels ganz oft bei den Friseuren. Die Jungs stehen vor einem Kran, wo man Bauelemente übereinander heben kann. Und ganz viele andere tun sich schwer, auf sich aufmerksam zu machen und diese Bandbreite überhaupt mal in Erinnerung zu rufen, was die Sie jetzt gerade gemacht haben. Wie gelingt es denn, dass nicht immer nur dieselben, ich sag mal, 5 bis 10 Ausbildungen, die man sofort im Kopf hat, auch bei den jungen Leuten ankommen? Wir haben zu Beginn des Gesprächs über die IHM geredet. Mhm. Ja, dort haben wir fast eine halbe Halle nur Young Generation. Das heißt, hier stellen sich die einzelnen Gewerke vor, welche Anforderungen in diesem Beruf gestellt werden. Und da können die jungen Leute auch praktisch zum Teil schon ausprobieren. Wir hatten zum Beispiel für den Maler- und Lackiererhandwerk einen Lackierroboter, wo jeder Jugendliche und auch unser Minister Habeck probiert hat, wie geht Lackieren einer Autotüre? Konnte er es? Keiner kann es vom ersten Mal weg. Minister Habeck hat mich dann nur gefragt, rentiert sich das, so ein Gerät für die Ausbildung? Ich sage, ja, das rentiert sich auf jeden Fall, weil es ist nachhaltig. Ich verbrauche keine Lacke, ich schädige niemanden dadurch, durch die Dämpfe und dergleichen. Aber die lernen, gleichmäßig zu lackieren, mit möglichst wenig Materialeinsatz zu lackieren und diese ganzen Geschichten. Wir haben Baggersimulatoren auf der Messe gehabt, da konnten die Jugendlichen erkennen, wie ist es denn, auch die Mädchen eben. Und der Anteil der Frauen steigt, die heute schwerste Maschinen bewegen. Ich kenne junge Frauen, die sitzen den ganzen Tag in einem großen Obendreher und fahren dort Kran und sind so hochzufrieden. Wir müssen in den typischen Männerbereichen sicherlich mehr
damit noch werben, dass es für Frauen durchaus geeignet ist. Wir haben nicht mehr die absolut schweren Lasten zu heben, die sehr viel Muskelkraft erfordern, um eine Maschine zu bewegen. Das geht heute alles auf Knopfdruck mit kleinen Joysticks und so weiter. Da ist vieles einfach möglich. Und damit können auch Frauen in typischen Männerberufen arbeiten. Und wir haben einen Anstieg, gerade zum Beispiel in den Holzberufen wie Schreiner, Zimmerer und so weiter. Da steigt der Anteil der Frauen. Auch im Maurerhandwerk zum Beispiel. Wir haben Influencerinnen, die täglich ihre Arbeit ins Netz stellen und sagen, was sie denn den ganzen Tag tun. Jetzt gibt es diesen üblichen Spruch, Handwerk hat goldenen Boden. Ich glaube, den haben wir jetzt hinlänglich schon behandelt. Und der sie ist haben falsch. Den, ne? Der heißt, Handwerk hat Gold im Boden. Gold im Boden, okay. Im Boden. Wird dann immer falsch zitiert. Weil, wo kommt der her? Wo der herkommt, ist, früher waren die Werkstätten, alle haben keinen betonierten Boden gehabt, sondern aus gestampfter Erde den Boden. Und die meisten Handwerker hatten irgendwo in diesem Boden ihr Erspartes einfach vergraben, weil es keine Tresore oder der Tresor zu teuer war. Und dadurch wusste jeder Einbrecher, wenn er in einem Handwerksunternehmen er muss nur im Boden suchen, dann wird er was finden. Jetzt haben wir auch noch historische Fakten an die Hand bekommen, Herr Peter Anderl. Aber was mich auch interessieren würde, das ist ja eine große Diskussion, welche Berufe überstehen in Anführungsstrichen die Digitalisierung? Wer wird ersetzt? Wen brauchen wir künftig einfach nicht mehr? Und welche Berufe werden die Digitalisierung überleben, beziehungsweise sie werden trotzdem fester Bestandteil der Arbeitswelt bleiben? Wie schaut es im Handwerk damit aus? Ich kann Ihnen sagen, alle 130 Gewerke im Handwerk werden die Digitalisierung überleben und werden die Digitalisierung nutzen, um schneller oder besser zu werden. Wer Probleme haben wird, sind alle die anderen Berufe, die heute studieren. Da werden viele Leute ersetzt werden durch KI. Alle die schreibenden Berufe, die nichts Produktives herstellen oder Fassbares herstellen, die werden durchaus durch KI ersetzt werden können. Und wenn Sie hier mit Fachleuten reden, die Zukunftsforscher sind, die werden Ihnen sagen, bis 2030 dann sind diese Programme und diese selbstlernenden KI-Programme so weit, dass sie einen Großteil vielleicht der Juristen, der Journalisten und so weiter ersetzen werden. Ich danke Ihnen für die Zukunftsaussicht. Nein, Sie machen ja Fernsehen. Das ist etwas anderes, als dass Sie hier Berichte schreiben. Ja. Sie können, wenn Sie heute eingeben bei der KI zu irgendeinem Thema, kriegen Sie einen Artikel geschrieben. Da werden sicherlich einige ersetzt werden. Wobei man da auch sagen muss, das kann natürlich nur Wissen zusammenfassen, das bereits existiert. Und das Ziel ist natürlich, Dinge zu finden oder zu berichten, die nicht schon 10-mal wiedergekäut worden sind. Aber ich verstehe die Herausforderung natürlich. Muss man auch was manchmal tun noch, weil wir vorher bei Dingen in den Köpfen waren, dass man noch mal klarstellt, dass Handwerk eben nicht mehr heißt, ich schufte ein paar Jahrzehnte auf dem Bau, gehe mit dem krummen Buckel heim und bin körperlich am Ende, sondern dass eben moderne Technik, Digitalisierung sehr wohl auch im Handwerk Einsatzmöglichkeiten hat. Klar, zum Beispiel am Bau. Nehmen Sie, das wäre oft der Dachdecker zitiert, der mit 67 noch aufs Dach muss. Er muss es nicht mehr, auch heute schon nicht mehr. Wir haben zur Dachkontrolle Drohnen, die jeder bedienen kann im Endeffekt, wo ich erkennen kann, wo ein Dach einen Schaden hat. Und dann gehe ich mit entsprechenden Hebegeräten direkt dort hin. Ersetze das. Oder bei Neuerstellungen, wird es nicht mehr lange dauern, dann werden Cobots eingesetzt werden können, die dann die Hauptdachfläche legen und nur noch gewisse Teile vom Dachdecker eingeschnitten oder angepasst werden müssen. Wir werden im Baubereich bei Großbaustellen
haben wir es heute schon, dass zum Beispiel für Zwischenwände, also sogenannte Ständerwände, Gipskartonständerwände, Roboter eingesetzt werden, die die Schienen festdübeln, die mit den Platten kommen, die Platten an die Decke heben und derjenige dann nur noch praktisch die Schrauben setzt und auch die Einpassarbeiten macht. Also da können schon Roboter sehr viel tun und das Gleiche wird in sehr vielen anderen Gewerken auch der Fall sein. Wir haben Malerroboter, die heute Wände spritzen und so weiter. Das alles ist heute schon möglich. Das ist eine Frage der Zeit, wie in den einzelnen Betrieben die Mitarbeiter geschult werden, dass sie diese Hilfsmittel entsprechend einsetzen. Aber vielleicht könnten Sie der Deutschen Bahn mal einen Hinweis auf diese Hilfsmöglichkeiten geben. Dann hätten wir beide noch die Chance, die Eröffnung der zweiten Stammstrecke in München zu erleben. Das ist nicht unbedingt ein Thema immer der Bauausführung, sondern auch zum Teil der Planung und des politischen Willens oder der Entscheidung, die bei den Politikern liegen. Dann könnte manches sehr viel schneller gehen. Das hat auch mit Vergaberecht und allem drum und dran zu tun. Also wir haben früher sehr viel schneller gebaut. Ist das, sind wir da wieder bei dem Bürokratie-Thema angelangt? Also ist das, oder ist das auch ein rechtliches? Also Sie haben gerade Vergabeverfahren angesprochen. Ja, es ist zum Teil sind's rechtliche, es sind Fragen der Entscheidungsfreudigkeit der einzelnen Akteure, sage ich jetzt mal. Es hat mit Vergaberecht auch zu tun, klar. Weil man natürlich nur gewisse Losgrößen verteilen will. Man könnte aber auch mit einem Bauverfahren zum Beispiel von Anfang bis Ende durchfahren und dergleichen. Dann würde es vielleicht sogar auch günstiger werden. Da gibt es sehr viele Stellschrauben, wo man drehen kann. Bürokratie ist eine davon, die uns sicherlich das Bauen sehr viel teurer macht. Ständige Anforderungen, neue Gesetze. Ich habe gestern eine Podiumsdiskussion gehabt. Da habe ich nur zum Thema Recycling mal vorgelesen, wie viele Verordnungen wir haben. Und da, ich glaube, das waren 12 verschiedene Verordnungen, die jeder beachten muss. Aber das ist dann nur das Thema Recycling. Das hat mit den anderen Bauthemen noch gar nichts zu tun. Jetzt haben wir ziemlich genau definiert, wo der Schatten liegt beim Handwerk, aber wo ist denn das Licht? Also was läuft gut und was macht Ihnen Hoffnung? Hoffnung macht mir, dass das Handwerk eben eine Zukunft hat. Ich kann eigentlich nur den jungen Leuten sagen, ihr könnt ins Handwerk kommen. Einen Schreiner, einen Glasapparatebauer oder einen Musikinstrumentenbauer wird man immer brauchen. Und es ist sehr erfüllend, diese Gewerke zu erleben, auszufüllen und den Kunden zufrieden zu machen. Und die Nachfrage bei den Kunden wird immer da sein, im Gegensatz zu manch anderen Berufen, die sicher verlieren werden. Es hat immer im Handwerk Auf und Abs gegeben. Der Handwerker ist per se eigentlich ein Optimist. Und ansonsten würden heute nicht so viele noch im Handwerk sein, weil die Probleme waren früher ähnlich. Und es hat dann wieder Hochphasen gegeben und wieder ziemlich tiefe Täler. Wie wird 2024 eher ein Rauskommen aus einem tiefen Tal vielleicht sogar? Wenn die Entscheidungen in Berlin jetzt endlich getroffen werden, dann kann es schon sein, dass wir ein Herauskommen aus diesem tiefen Tal bekommen. Ansonsten, wenn die Entscheidungen noch sehr lange auf die lange Bank geschoben werden, dann wird dieses Jahr nicht sehr positiv für die deutsche Wirtschaft laufen. Weil der Bau und gerade der Wohnungsbau natürlich eine große Inlandskonjunktur erzeugen kann. Und diese 400.000 Wohneinheiten, die die Bundesregierung ins Schaufenster gestellt hat, sind ja nicht aus der Luft gegriffen. Das ist nur 1% unseres gesamten Wohnungsbestandes. Wir brauchen also 100 Jahre, bis wir unseren Wohnungsbestand wieder erneuert haben.
Wir müssen ihn aber auch erneuern, und um ihn den Gegebenheiten anzupassen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt hat der Herr Peter Anderl mir mein Happy End, sage ich mal, ein bisschen korrigiert. Aber mit dem gehen wir jetzt ins weitere Programm. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind.